Schauen wir mal die Situation in Griechenland ein bisschen genauer an. Griechenland muss auf jeden Fall im Euro bleiben, sagt Angela Merkel, sagt im Prinzip die ganze EU. Sie sagen, das ist falsch. Warum? Weil Griechenland nicht wettbewerbsfähig ist. Die kommen nie auf den grünen Zweig. Griechenland ist 64% teurer als die Türkei. Das ist ja ein vergleichbares Land. Gleiche Tempel, gleiches Essen, gleiches Wasser. Ja? Also für die Touristen ist es egal, wo sie hinfahren. Und dann kann man nicht 64% teurer sein. Griechenland muss also enorm die Preise senken. Das ist aber kaum zu machen, weil wenn man Griechenland durch Sparprogramme drückt, wie das im Moment geschieht, sodass eine Massenarbeitslosigkeit entsteht, dann fallen zwar die Löhne und es fallen auch die Preise ein bisschen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht genug im Hinblick auf das, was notwendig wäre. Und da liegt zwischen dem, was man einer Bevölkerung zumuten kann an Sparmaßnahmen, und dem, was objektiv nötig wäre, um das Land wettbewerbsfähig zu machen, um wieder Arbeitsplätze für die jungen Leute entstehen zu lassen, eine Riesenkluft, die man nicht überbrücken kann. Und insofern glaube ich nicht, dass es eine Lösung in der Eurozone gibt. Also empfehlen Sie den Austritt Griechenlands, aber die Gegner dieser Lösung sagen, dann kommt ein wahres Horrorszenario. Dann gibt es Bürgerkrieg, Hungerunruhen, die Griechen können sich nicht mal mehr die Devisen für lebensnotwendige Medikamente leisten. Das halte ich für absoluten Unsinn. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Die Griechen sind ja im Euro in der Krise. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50%. Die Gesamtarbeitslosigkeit bewegt sich Richtung 30%. Griechenland schrumpft vor sich hin. Das ist ja die reinste Katastrophe im Euro. Wie weit will man das denn noch treiben mit den Griechen? Was will man der Bevölkerung denn eigentlich alles noch zumuten für die Idee, den Euro mit allen Ländern so aufrechtzuerhalten? Diese Idee, das möchte ich betonen, dient nicht dazu, ein stabiles Europa zu schaffen, sondern sie dient vor allem dazu, den Gläubigern noch den Weg raus aus den griechischen Anlagen zu ermöglichen. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Die Griechen sind im Grunde in Geiselhaft genommen worden von den Finanzmärkten. Das klingt jetzt ziemlich radikal, aber ich sehe das ziemlich deutlich so. Die Finanzmärkte aus der ganzen Welt, die ihr Geld investiert haben in Südeuropa, die haben natürlich riesige Angst davor, dass die Abschreibungsverluste auf die Forderungen sie selber treffen. Und sie sagen deshalb, jeder muss drinbleiben, die Rettungsaktionen müssen weitergehen, damit wir noch uns aus dem Staube machen können. Das ist der Kern des Geschehens.